Takar, Guarpeti Pacharsh. Harsh, Sibalti Yigwarsh. Ma, Ul, Udams, Winja, Waicha, Waika. Hawaicha, Salwa, Takar, Palhur, Winja, Laja, Daus. Genau so ist das. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir sind wieder am Start mit unserer kleinen Reise durch die Steinzeit. 10.000 Jahre vor unserer Zeit. Zeitrechnung. So ist richtig. Ja, und ich habe ein paar nette Tipps von einem neuen Abonnenten bekommen. Damit herzlich, damit auf jeden Fall auch vielen Dank. Er hat gesagt, auf jeden Fall sammeln, sammeln, sammeln. Das sollte auf jeden Fall das Wichtigste sein. Weil zum Beispiel sich dieses Belohnungsdingens, das Belohnungslager, wirklich leert. Ja, wie gesagt, wir können ja ordentlich sammeln, sammeln, sammeln. Es wird alles ins Belohnungslager geschickt und das ist erstmal das Wichtigste. Also sammeln, 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 das machen wir auf jeden Fall auch, weil alles täglich ins Belohnungslager geschickt wird. Naja, würde ich mal sagen, wir machen heute weiter mit der nächsten Mission Takars Höhle. Wir haben auch uns fehlt noch Schilf. Wir müssen also nochmal Schilf holen gehen. Hier können wir noch nichts machen, aber wir brauchen Schilf. Die Frage ist, wo finde ich Schilf jetzt ohne spontan? Ja, keine Sorge, wir... Knoblauch, okay. Da ist was anderes aus, aber okay. Wir brauchen in erster Linie mal Schiff. Weil dann können wir nämlich die Höhle kurz updaten. Das ist zumindest mal so der Plan. Mein Hundi ist auch wieder da. Oh, ein Mammutschädel. Natürlich könnten wir uns ja Nahrung holen, aber momentan sieht es auch so aus, als bräuchten wir keine. Das ist der Verbündete, okay. Da ist es über ein Schilf, das heißt es zack, 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 das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Diese Udam, die sollten zumindest erstmal erledigt sein. Hallo Hundi. Kleines Hundi. Rabis Hundi. Ja, feines Hundi. Jetzt haben wir uns ein Wölfchen. Ein Wolf. Den wir ja mal gezähmt haben. So, haben wir noch irgendwie... Wie war das jetzt? Okay, wenn wir in die Deckung gehen, wird sich auch meine Bestie ein bisschen schwerer entdecken. Das ist immer gut. Ich suche aber eigentlich nochmal Schilf. Aber ich glaube, wir haben keins mehr. Ne? Moin. Das ist was anderes. Okay. Da Schiff. Ich wollte gerade sagen. Zumindest das erledigt, was wir wollten. Irgendwie hängt hier oben noch irgendwas. Da oben hängt es. Ja.
selber gerade auch nicht, ne? Heute die Ziege. Getroffen. So, auch wenn die Tasche voll ist, wollen wir weiter sammeln. Das war auch der weitere Tipp. So, jetzt gehe ich mal kurz die... Aber bloß keine. So, wir sind wieder im Dorf. Das heißt, wir gehen jetzt kurz die Kühl updaten und dann machen wir die Mission da oben. Beziehungsweise gehen wir da mal mit an. Ich muss gerade den Eingang finden, da wieder. Mal sich ein bisschen orientieren. So, wir gehen jetzt kurz hier hin, machen die Höhle eben kurz einmal updaten. Und dann passt das auch so mit. Sehr schön. So, wir haben einmal die Höhle verbessert, also unsere Höhle, die Takas Höhle. Belohnung, was haben wir bekommen? Überlebensfähigkeiten, Bogen-Upgrade, Köln-Upgrade, Stachelbombe, Wurfgeschoss und 1500 Erfahrungspunkte. Und damit haben wir das auch soweit. Wunderbar. Und wir haben eine neue Fähigkeit. Was haben wir denn Schönes? Na, wir brauchen Erbandings. Was können wir denn hier nehmen? Finden wir so. Rohstoffe, immer wichtig. Rohstoffe sind immer wichtig, wie gesagt, vor allen Dingen das Schiff und alles. Von den meisten haben wir, glaube ich, noch genug. Um halt quasi auch die Upgrade zu machen. So, und jetzt gucken wir uns mal, was diese Quest so vor uns hat. Ah, Warbedi. Ja, ja. So. Die Vision des Eises. Finde die Steinfrau. Wir brauchen keine Waffen. Also haben wir tatsächlich keine, brauchen wir keine Möglichkeit. Wir brauchen keine Gefahr laufen, angegriffen zu. My Klapper! My Klapper!
Nicht einfach, ne? Doch. Ja, ja, mein Klapper, dein Klapper, vergiss es. Ein kleiner Checkpoint. Flug zur Hölle. Jetzt haben wir auch eine Waffe, jetzt haben wir... wir haben eine Stachelkeule. Jetzt ist das richtig interessant. Wie soll ich deine Frau finden? Flug zur Hölle. Guar, Shash, Guani. Ich kenne mich. Und ich habe blöde Gefahr, dass... So, die zwei haben wir schon mal erledigt. Komm her. Da kommen noch zwei. Die müssten ja trotzdem herkommen, oder nicht? Ja. Die ist einer von denen. Die zwei sind auch weg. Kommen noch mehr? Scheinbar, ne? Oder werden die nicht gesehen? Doch, natürlich werden wir gesehen. Also kommen noch welche. Da kommt schon der eine Hampelmann. Kommt der Brüder mit? Diesmal sind es drei. Ich sehe hier. Komm her. Normalerweise werde ich. Wenn sie einzeln kommen, bin ich fertig. Oh. Oh, oh, oh. Oh, die kriegst du aber beide weg. Da, auch tot. So, ist jetzt einfach mal gut. Halt. So, hier haben wir Männer. So, geht's hier weiter, oder? Ja. Ab. 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 Ach, du bist das, du Arsch. Aber jetzt mal jetzt gut. Gut, dass die leben sich. So, auch die sind tot weiter. Nächster Checkpoint. Zack, zack, zack. Oha. Ab. So. So, und wenn jetzt auch mal jetzt gut oder kommen jetzt noch mehr von den Hampelmännern? Gut, wir brauchen ein bisschen Zeit. Leben regeneriert sich von uns. Das ist immer gut. So, dann geht's jetzt weiter. Rudern brauchen Segen. Folge der Steinfrau. Aua! Was zur Hölle? Da lang oder was? Ach, da oben. Okay, das ist diese riesige Statue. Die müssen also. Die bahnen uns jetzt quasi hier in so einen Weg durch. Aua! Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht erwischt werden. Aber wie gesagt, unser Leben regeneriert sich immer so ein bisschen. Also können wir einen Moment warten. Dann haben wir wieder volles Leben. Ah, da ist ein. Gehen wir nicht auf den Sack, Alter. Alter. Ich mag es nicht, wenn man mich bewirft. So, weiter geht die Reise. Komm mal.
Eieieiei. Die Jungs lassen wir ehemals gerade links liegen. Wir könnten da hätten hochgehen können und hätten auch mal weitermachen können. Aber wir sehen uns an. Was haben wir hier? Stoppe den Udam-Angriff. Okay. So, war was? Sind nur vier Leute, ne? Oder kommen noch mehr? Kommen wir, da kommen wir uns noch mehr. Okay. Die sind immer ein bisschen zäh, die Idioten. Diese Häuptlinge oder was auch immer das ist, aber irgendwann kriegen wir uns auch dauernd drei Schläge oder so, sind die meisten weg. So. So. Auch viel. Ich will so. So. Wenn die Häuptlinge nicht werden, wird es gehen. Ich muss auch meine Energie achten, ein bisschen. Okay, so viel zum Thema, die brauchen nur drei Schläge, die sind ein bisschen mehr. Also ist es her. So, jetzt geht's. Ah! So funktioniert das Ganze. Das habe ich mich. So. Jawohl, den habe ich aber gut, habe ich da hinten. Mal den. Ah. So, ist es jetzt. Gut. Die Schöpfe darf sich weiter halte L2 gedrückt und drücke L2, um sie mit der eisigen Waffe zu zerstören. Okay. Weil ich da bin. Vision des Eises ist abgeschlossen. Ja, sauber. Machen wir das auch erledigt. Wunderbar. Das hat doch wunderbar funktioniert. Muss ich sagen. Frage ich mich auch gerade. Udam, masuk ne bacham. Udam, Udam plaha guar pedi. Okay. Gut, dass es Untertitel gibt. Ich würde mich kein Wort verstehen, was der von mir wollte. So, 750 Erfahrungspunkte und wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Wir sind immer noch Level 1, also wir haben 555 Erfahrungspunkte erst, also. Na, jetzt sind noch nicht. So weit, es dauert alles noch, alles ein bisschen. So, Dorfrohstoffe, wunderbar. Sammelfähigkeiten brauchen wir. So.
Ja, Fähigkeit sehr schwer. Okay. Gut. Dann mache ich hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Far Cry Primal. Eventuell wird demnächst auch ein zweiter Teil bei mir laufen. Kann sein, dass ich nämlich umswitche von GTA San Andreas auf Far Cry New Dawn. Da würde ich auch mal langsam lange ran endlich. Und ich habe jemanden endlich, mit der es mit mir zusammen zocken wird. Ich hoffe, dass das auch soweit funktioniert, wie ich das gerne möchte. Und es kann, wie gesagt, sein, dass wir demnächst zwei Far Cry-Teile parallel auf meinem Kanal haben. Naja, wie dem auch sei, wir sehen uns wieder morgen dann um 16 Uhr mit Far Cry Primal.